Leichen wurden an Land geschwemmt, 14 gerettet. 122 Männer, die Herkunft unbekannt, sind ertrunken. Am 11. Dezember 2016 starben 16 unbekannte Menschen. Sie starben während einer Rettungsaktion irgendwo im Zentralmittelmeer. Am selben Tag überlebten 165 Menschen. 6.9.2000, ein Mensch aus Subashara, Afrika, sind Berichten zufolge ertrunken in der Nähe von Cape Spartel.